Hallo und willkommen zur zweiten Folge von Soul Reaver. Ihr seht mit einem kleinen bisschen Grafiküberarbeitung und anscheinend ist sie nicht so ganz fehlerfrei. Super. Da kommen wir leider nicht rein. Hier hinter wartet schon jemand auf uns, aber das werden wir erst später erfahren. Wir laufen mal weiter und die schwarzen Flecken nehme ich wieder weg. Da hinten ist ein Gegner. Den können wir aus der Entfernung aber erledigen. Inzwischen habe ich es auch geschafft, ein Joypad zu spielen. Und nicht nur die Grafik ist überarbeitet, auch der Ton. Oh. Ich habe gar nicht gesehen da. Das ist ja gut getan. Bloß erstmal an die Tastenbelegung reinkommen wieder. Ihr seht, hier sind die schwarzen Flecken auch weg. War wahrscheinlich ein Ladefehler, keine Ahnung. Und eine Sequenz. Dies zumindest blieb gleich. Der endlos wirbelnde Strudel des Abgrunds. Mein Grab. Stätte meiner Wiedergeburt. Zwar hatte sich die Landschaften aus Gott stark verändert, doch dank dieser Klippen wusste ich, wo ich war. Das Gebiet meines Clans lag im Westen. Gespannt erwartete ich Neuigkeiten über das Schicksal meiner Nachkommen in den vergangenen Jahrhunderten meiner Abwesenheit. Und ich habe es tatsächlich geschafft, das auf Deutsch zu patchen. Letztes Mal hat es nicht ganz funktioniert. Und wir sollen unseren Clan angucken. Mal gucken. Wie es denn da bei uns so aussieht. Oh, hat einen Prozess gemacht. Es war die erste Folge dann von meinem Let's Play auf Englisch, aber ist ja nicht so schlimm, hoffe ich. Zumindest jetzt ist es dann auf Deutsch. Und da haben wir zwei neue Gegner. Oh. Hallo, hebt das Ding mal auf. Endlich. Hallo. Okay. Da geht das Tor auf. Danke. Ah, oh, nehmen wir das Ding wieder. Wir könnten auch den da nehmen, aber. Wozu? Alles verwüstet. Mein einstmals stolzes Geschlecht von dieser Welt gewischt wie Exkrement von einem Schuh. Ich kannte die Hand, die dies getan. Aber er sagt es noch nicht. Naja. Oh. Ach, den willst du das entdecken. Okay. Warten, dass mit der Steuerung klarkommt. Ups, der war falsch. Aber jetzt. Da haben wir eine Tür und da haben wir einen Portalraum. Wie wir da rein? Aktivieren unser Portal. Das Schwierige ist, sich das nachher zu merken. Ich meine, okay, das hier ist sein Zeichen.
Also sein Clan-Zeichen sozusagen. Von dem, wenn nichts mehr übrig ist. Und dann gehen wir gucken. Da. Ich hab den zwar nicht gesehen, aber ich habe ihn mal gehört. Dass du da rumstehst. Gib mir den da wieder. Danke. Ah, hier war das drin. Da ist Wasser, da kommen wir nicht durch. Außer wir sterben. Dann kommen wir da durchaus durch. Mist. Oh. Aber finde ich. Ah, den nächsten erledigt. Hallo? Ja, ich habe ja schon am Anfang erwähnt, die Steuerung hier ist noch nicht perfekt für ein 3D-Spiel. Aber schon. Nein! Guck drin! Hör auf damit! Da ist der Gegner. Dann noch einer. Nee. Wo hast du da hingeguckt? Den Zoom-Knopf finden eigentlich. Nee, der Schmeißknopf. Der ist schon da unter. So, damit er sich immer in die Richtung dreht. Also die Kamera. Okay, ist nix. Müssen wir hier hoch. Na, ich hab da gewusst, hier um noch einer wartet. Das noch nicht. Weg damit. Das hier wird auch noch eine Bedeutung kriegen. Das kann ich schon mal verraten, aber erstmal wir den Weg finden, den wir gehen sollen. Ich weiß ja gar nicht. Weiß war das gerade. Ich bin nämlich gerade nicht wohin. Hä? Hallo? Ach, hier ist ein Schalter. Den sollte ich mal betätigen. Guten Tag. So. Da. Ich werde versuchen, Menschen nicht zu töten, wenn ich kann. Weil man dann in der Stadt der Menschen gefahrlos umherlaufen kann. Irgendwann. Okay, hier ist nichts weiter, glaube ich. Da ist ein Hoch. Und da. Nein, bitte. Da sehen wir schon einen Menschen, denn die laufen hier auch noch rum. Diese hautlosen Gestalten mit ihrem verwesenden Fleisch erkannte ich nicht wieder. Sie rochen nach Vampir, aber nagten an den Leichen ihrer Opfer wie die Hunde. Ja. Gehen wir die gleich mal erledigen. Ja. Oh. Ups.
Menschen konnten wir leider nicht retten. Nein, das ist ein Mensch. Ein Vampirjäger. Der will uns Aua machen. Die Leichenhalle wies die untrüglichen Zeichen von Melchias Clan auf. Wie tief war unsere Art gesunken, wenn diese Teufel die Abkömmlinge meines hochgeborenen Bruders waren? Waren sie so verkommen, dass sie Neulinge aus den Welten Leichen rekrutierten, die hier bestattet waren? So, der hat zum Glück nicht getroffen, der Vampirjäger. Aber wie gesagt, ich lass die nehmen. Noch mal den Stab nehmen, ist egal. So, wohin? Nein. Stehst hier. Ungünstig. Da hoch müssen wir. Okay. Wie war denn das jetzt? Ah, so. Sollte reichen. Wo war jetzt ducken? Da. Mein Bruder Melchior wurde als letzter erschaffen und erhielt daher den geringsten Teil von Kains Gabe. Obgleich unsterblich, nagte Verwesung an seinem Leib. Zu schwach war sein Geist, als dass er sich dem Verfall widersetzte. Diese Schwäche, so scheint es, vererbte er seinen Nachkommen. Ihre rissige Haut konnte den darunterliegenden Verfall kaum bedecken. Ah. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was? Wieso hast du den losgelassen? Muss ich mal kurz dagegen schmeißen, der war nämlich wieder dabei. Aufzuwachen. Ah. Sollte ihn doch mal ans Feuer werfen. Sollte drin landen. Jo. Wo ist jetzt mein Stab hin? Wo hast du den schon wieder hingeworfen? Männer, ich hab den Stab verloren. Gefällt mir gar nicht. Nee. Mist. Ja, du mich auch. Jetzt saug doch. Mann. Weiter ist da nichts. Gehen wir mal hier lang. Ah, ein Portal. Ja, schätze mal da lang. Da, nehmen wir mal die Fackel. Hallo, mach die Tür auf. Oh, das ist ein Stab. Ach, der ist noch gar nicht. Jetzt ist er. Weg damit. Da. Hallöchen. So, wir müssen jetzt da oben hoch.
Weil da kommen wir nicht weiter. Müssen also doch kämen wir vielleicht. Aber da kommen wir auch da hoch. Wir müssen da hoch gucken. Aha, bisschen schieben. Wieder ran. Ah. Das reicht noch nicht, also müssen doch da weiter. Okay. Oh Gott, ich krieg das hin. Ne, Kamera ist echt manchmal. Kriegst du den von hier aus? Ja. Ah, jetzt saugt das an. Damit der Körper verschwindet. Los, nicht im Wasser landen. Habe ich noch was gesagt hier? Ah, ich dachte, dass jemand rauskrabbelt aus seinem Grab, aber... muss ich mich verhört haben. Lass mal gucken, ob das ein Vampir war. Ich dachte, da wäre wieder ein Mensch. Ach man! Jetzt hör doch auf mit dem Scheiß hier. Meine Fresse. So. Man geht ja nie los hier. Ah. Ich gesehen, wenn man die Waffen wieder raus sind bei denen, erwachen sie leider wieder zum Leben. Ich gucke mal ein bisschen rum. Naja, mit den Kisten kann man nicht anfangen mit ihm. Ich hätte noch so ein Säge sein, Gräber, keine Ahnung. Wollte nur sicher gehen. Nicht, dass da Wasser ist. Wir laufen da rein. Hier ist eine verkohlte Leiche. Da kommen wir nicht durch. Auswendig kenne ich das Spiel auch nicht mehr. Wir müssen aber irgendwie da durch und das heißt, wir müssen in die Spektralwelt. Gib acht, Raziel. Diese Geister sind Vampire, die ihren Verstand auf der spektralen Ebene verloren. Gleicht sich ihre blutrünstige Natur dieser Ebene an, so werden sie zu Seelenfressern. Erlaube diesen Geistern nicht, ihre Körper wieder in Besitz zu nehmen. Ja, da hat weiter den verkohlten Körper, der hier lag. Hallo. Aua. Boah, der haut rein. Los. Puh. Muss ich trotzdem wissen, wo ich lang muss. Ja. Hallo? Oder kann ich hier schon durch? Nein. Also irgendwie darüber. Hört mal hier hin. Moment. Ah.
Duck dich. So. So. Die kann man leider nicht mitnehmen. Da auch ein Gitter. Wie fies ist denn das? Alter. Alter, ich sehe doch nix. Wo soll ich denn hin? Ich dachte darüber. Ich kann auch nicht klettern. Und so Kletterwände. Ah, oh, hier geht's auch gar nicht mehr. Warte mal, kann ich den vielleicht bewegen? Nein. Oder? Doch. Danke. Der muss bestimmt da rein. Alter. Jawohl. Jetzt kommen wir da durch. Ah! Ach nee. War nicht, dass der schon wieder da ist jetzt. Hä? Achso. Okay, das war auch hoch. Okay. Und eine Seele hier? Ja. Für sie. Ach Mensch! Flieg doch hier rein. Oh. Nein. So. Wehe, du fällst da wieder runter. Da warten wieder Feinde. Also wir müssen da rauf hüpfen, dann zieht das bestimmt hoch. Hätte ich doch hüpfen. Ah! Aha. Na, das schaffen wir aber nicht, glaube ich. Gleiten. Genau so. Das wieder so ein Loch. Aber wo ist der Würfel? Und wo ist eine Waffe? Da. Aber wenn ich die rausziehe, dann erwacht er auch zum Leben. Scheiße. Komm, komm. Ach. Jetzt stirb, 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 stirb. Mann, ey. Los, Seele. Meine Herren. Das ist kompliziert, ey. Das war knapp.
Da kommen wir nicht durch. Wir brauchen den Block. Wo ist der Block? Ah. Guck mal an. Guck mal einer an, was wir da haben. Hallo? Nein. Macht er nicht. Und da will er. Hä? Okay, muss ich den. Nee, das ist auch so eine Würde. Warum? Ach, leck mich doch am Arsch. Wahrscheinlich so. Jetzt. Hallo? Hä? Ach, du kannst ihn nicht weg. Ach, hör auf. Lass los. Da, die Steuerung war damals noch nicht ganz so ausgereift. Ah. Bis jetzt mal. Hör auf, da unten hin zu gucken. Schieß ihn da runter. Alter. Gibt's doch nicht. Bist du jetzt mal. Meine. Bin hier am Verrecken und der schmeißt den noch fröhlich durch den Gang, den Block. Den Stab. Gibt's da nicht so was. Mit noch so ein Hügel. Wieso? Hört doch auf hier. Na, oh, kann ich jetzt mal weiter Ruhe? In Ruhe weitermachen, so rum. Oh, ach, hör auf! Doch losgelassen, Mensch. Halt. Was ist denn los? Duck dich. Ja, doch was. Ich wusste, dass da noch eine kommt. Ich steuere gerade mit dem Analog-Stick, das war keine gute Idee. So. Haben wir jetzt gerade geschafft. Kann ich den jetzt endlich da reinschieben? Meine Herren, war das stressig. Ich hoffe, dass er oben irgendwo gelandet. Kann ich ihn nämlich wieder nehmen. Ich hätte erst die Seele holen sollen. Ich hab doch wieder hier irgendwo fest.
Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Und wir haben einen Star. Okay. Hallo. Ach, das kann er nicht bewegen, okay. Wenn er die Blöcke nicht bewegen kann, was ist denn sonst hier? Verstehe ich gerade irgendwie nicht. Ah, warte mal. Ah. Geht nicht. Aber. Oh, auf deiner Seite ist auch so ein Zeichen. Tschüss. Ach, das geht auch nicht. Aber vielleicht geht ja das. Genau. Gut. Oh, ich muss mal Kamera öffnen drehen. Das Zeichen muss bestimmt dahin. So rum. Jetzt sollte es passen. Und bam. Jawohl. Wir nehmen eine halbe Stunde schon auf. So. Damit würde ich sagen, mache ich erstmal Schluss und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.